Laternenauto, um in Amerika gegen Amerikaner anzutreten. So beginnt die Story. Nach dem durchschlagenden Gesamtsieg von 1988 in der amerikanischen Trans Am-Serie hat Audi die nächste Liga gewählt. Erfolg bedingt Aufstieg. Die IMSA-Serie ist das Oberhaus für Produktionsrennwagen in den USA. Testfahrten im Frühling in Europa, während in Amerika die Rennserie schon begonnen hat. Besser geworden, ne? Jawohl, ja. Das war es mit 600er sofort von Anfang an. Das ist ein bisschen einfacher. Walter Röhrl und Hans Stuck wechseln sich beim Testen ab. Beide sind für ihre Präzision des Fahrens bekannt und für ihre Einfühlung ins Innenleben eines Automobils. Was Stuck und Röhrl jetzt mit ihrem ganz persönlichen Sensorium erarbeiten und was die Ingenieure ablesen, deuten und umsetzen können, bestimmt die nächste Phase der Entwicklung. Tröstlich, dass bei allem technischen Aufwand, trotz Computer und Telemetrie, das ist die Datenübertragung per Funk, die im Rennsport immer bedeutender wird, dass trotzdem der menschliche Faktor genauso unverzichtbar ist wie eh und je. Aber es geht, du kannst die gleiche Zeit fahren, aber vorher. Nach dem vorjährigen Trans Am-Sieg mit 200 Quattro wählte Audi für die IMSA-Serie das Modell 90 Quattro, ein besonders handliches Sportgerät. Auf den Rennstrecken von Vallelunga, Misano und Mireval werden die Versuchswagen zu Dauerläufen ausgeschickt. Bis zu 3000 Kilometer, nur von Tank- und Reifenstopps unterbrochen.